Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir befinden uns hier auf der Kursk, im Spiel Kursk und wir sollten zum Computerexperten. Wir haben jetzt eine Treppe, sind wir jetzt runtergegangen und eine Luke. Da dachte ich mir, spare ich euch mal ein bisschen die Zeit und man sieht hier auch, hier ist ein alter Monitor abgebildet, Computer sage ich mal. Und das heißt, hier ist der Computerexperte. Klatsch. Wir sehen ganz viel Technik, ganz viel Kabel. Das so drauf ist, sieht man nicht, ne? Warte. Oh, ein Zettel. Ob das auffällt, wenn ich ihn einfach lese? Oh, ganz viel Text. Ich habe das überlesen. So, hat man schon mal gelesen. Darum habe ich jetzt den Text übersprungen. Eigentlich doch recht angenehm hier. Geiler Sessel. VHS-Kassetten hat er noch da rumliegen. Da oben ist auch ein Fernseher. Schön. Richtig gemütlich hier. Pflanzentechnik. So könnte mein Keller aussehen. Boah, das fällt auch gar nicht auf, wenn wir uns hier einfach diese Wimpel klauen. Und da ist noch ein Bericht. Oh, der ist kürzer. Geheimdienstbericht Nummer 1683-0729K2000. ASC White ist der schnellste Computer der Welt. Er wurde im Juni fertiggestellt. Wird aber erst 2001 betriebsbereit sein. Er ist auf 8192 Power 3 Prozessoren aufgebaut und sollte 7000 T-Flops leisten und 12000 Prozesse pro Sekunde durchführen können. Der Computer wird für komplizierte Berechnungen genutzt werden. Etwa die Simulation der nuklearen Explosion. Er wiegt 106 Tonnen und verbraucht 6 Megawatt MW Energie. Die Hälfte davon zur Kühlung. ASC White läuft auf dem AX Betriebssystem. Ja. Okay. Butterfly Net. Butterfly Net. Okay. Diesen Sessel, ich sag's schon mal, so ein Sessel, die sind echt chillig. Mein Arsch und dieser Sitzuntergrund wurden eins. Perfekt angepasst, finde ich cool. So, jetzt reden wir mit den Computerexperten. Ah, der hat auch wohl auch Kinder. Da sind Kinderbilder oder er kann nicht besser zeichnen. So. Как дела? Помощь нужна? Mir eine Verlobte? Ich weiß es gar nicht. Ah, die unterste Frage fragen wir lieber nicht, sonst labert er uns mit technischen Details voll. Also machen wir das. Ничего особенного. Начинка такая же, как у всех. Только операционка сертифицирована Министерством обороны. Но смотреть тут не на что. Тем более я не могу пускать за него посторонних людей. Тебе еще что-нибудь нужно? Я... PS5 DOS. То есть это наша разработка просто на основе америкосовского DOS. Специальная армейская версия. Стабильная и надежная. Вот что самое главное. Давно вместе? Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe schon wieder vergessen, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war noch nicht lang, ne? И она уже тащит тебя в ЗАГС. Рановато. Красивая, наверное. Ведяева и девок кадрить негде. Кинотеатра нет, рестика нет нормального. Я-то сам из Крыма. Там все совсем по-другому. Зря его хохлам отдали. Ja, das stimmt. Hat den Status einer autonomen Republik. Es gibt keinen Grund für einen Rückschritt. Na gut, dann was Ura. Хорошо бы. Ладно, не будем отрывать тебя от мысли о невесте. Что мне написать? А, danke. Ja, lass uns das mal lieber persönlich. Так, ты за компьютер я никого пускать не имею права. Но своих можно, я думаю.
Насиста. И зарплату мне часто задерживают. Ладно, в порядке исключения. Но тогда ты тоже окажи мне услугу. Was soll ich denn für dich tun? Сегодня у Димона день рождения. Он мой лучший друг. Мы вместе учились в Питере. Я хочу приготовить для него подарок, но мне нельзя покидать пост. Поможешь мне? Я запущу почтовый клиент и оставлю тебя на пару минут. Сделаю перерыв. Что скажешь? Natürlich machen wir das. Ура! Димон обожает сочинять. Постоянно ходит с блокнотом, пишет там что-то. Он любит поэзию. Я хочу подарить ему фляжку, а на ней будет выгравирована какая-нибудь красивая фраза. У меня фляжки нет, но у Толи должна быть. Толя, наш кок. Надо только сделать гравировку. У тебя башка хорошо варит. Найдешь кого-нибудь для этого дела. Ja, dann, Не знаю. Я в поэзии вообще не бум-бум. В кают-компании есть библиотека. Посмотри сам. So, das heißt, wir müssen zum Koch, dann müssen wir wieder zum Belegschaftsraum und oh, geht's als erstes hin? Lach mal ein bisschen. Waren wir in der Küche? Und wieder durch ein, zwei Luken. Na gut, so lernt man das Schiff ja auch kennen, indem man hin und her läuft. Weil ich weiß gar nicht, ob er mit seiner Frau jetzt hier nur ein Jahr zusammen war oder länger. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da kann ich meine Story nochmal nachlesen. Da können wir mal gleich gucken. Symbol. So, bevor wir da einen Flachmann kriegen, wahrscheinlich dürfen wir... Oh, ein Kochrezept. Ja, gut, dass ich gerne backe. Ich liebe für mein... ich backe für mein Leben gern. So, schnell weg damit. Wollen wir nicht einfach dann die Flachmänner klauen? Ich möchte mich mit ihnen nicht unterhalten. Er möchte er wieder nur was von mir. Lass mich mal essen. Da wollen wir nicht stören. Wenn ich beim Essen angequatscht werde, dann bin ich auch immer sehr schlecht gelaunt. Dann will man so Ruhe haben. Achso, hier ist der Raum, der liest. Und ja, dann müssen wir wohl sprechen. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo noch so ein Versorgungsraum ist. Ah, das könnte hier sein. Kommen wir aber nicht rein. Hey Koch, wie geht's, ne? Wie bitte? Ja, ich suche einen hübschen Flachmann aus Stahl. Soll ein Geschenk sein. Ich habe gehört, dass du so einen hast. Может есть, может нет, не твое дело. Mikael sagte mir, dass du vielleicht einen hast. Wir wollen ihm Dimitri zum Geschenk machen. Heute ist sein Geburtstag. Тут экипаж больше 100 человек. Почти каждый день у кого-нибудь день рождения. Я не могу разбрасываться казенным имуществом. Recht hast du. Ist doch nur ein Flachmann. Им постоянно от меня чего-то надо. То им еще порцию икры подавай, то еще бокал вина, то кусок мяса побольше. А если вскроется недостача, кто понесет ответственность? Я. Ничего я тебе не дам, иди отсюда. Умник нашелся. Ничего, значит, что если чего-то не досчитаются, стоимость вычтут из моей зарплаты. Stubborn bastard. There has to be a second cook. I'm sure he's on break. Maybe it'll be more agreeable. Zweiter Koch. Ach, der steht doch da schon bereit.
Hey, Koch, wie geht's? Oder sagen wir mal so, dein Name war, lass mich kurz überlegen, dein Name war R63-13. Ich suche den zweiten Koch. Олега, если его нет на камбузе, он, скорее всего, в кают-компании. Играет на своем любимом автомате. Okay, dann suchen wir mal Oleg. Erst suchen wir Vasili, dann, wie hieß er, Rallos, Raslos, jetzt Oleg. Ist nicht hier? Ach, da, Treppe runter. Die habe ich doch gesucht. Dahinter. Achso, das ist... Achso, ich rede jetzt mit einem durch die Lu... Achso, der ist auf der anderen Seite und ich habe ihn jetzt durch die Wand angesprochen. Idupsi. Nee, wir können nicht helfen. Lass das ja sein. Helft doch jetzt nicht jedem bei seiner Arbeit. Du musst ja schon hier Flachmänner finden und... Warte mal, da lang. Wer ist Koch? Pass auf, wir müssen jetzt mit ihnen um die Wette spielen. Hey Koch. Ah, der hat auch die Nummer R63-13. Tja, danke. Ja, ich hörte, dass es in der Kombüse Flachmänner gibt. Ich möchte Dimitri eins zum Geburtstag schenken. Это кто, Оля? Он там как раз сейчас готовкой занимается. Может, он расщедрится. Nee, der ist ein Arsch. Genau, no, der hat sich geweigert. Er hat Angst wegen der Konsequenzen. Он злится, потому что ребята тырят жратву со склада. А нас потом за недостачу штрафуют. Но ради подарка, может, он согласится. Kannst du mir helfen? При одном условии. Ты должен побить мой рекорд. Я набрал 580 очков. Сумеешь меня обскакать? Фляжка твоя. Ja, komm, mach ich. Wusste es doch. Als Minispiel. Muss ich denn machen? Ich hab keine Ahnung. Mine! Wie funktioniert dieses Spiel? Malate! Давай, соберись! Alter, wann du? Achso, ich muss die... ...rückhalten, oder was? Ey, verdammt! Твоя бабуля и то лучше играет! Ja, deine Mutter... Попробуй еще разок! Ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh, jetzt haben wir Mini-U-Boot. Ein Hoch auf unsere aktuelle Zeit, dass wir sowas nicht mehr spielen müssen. Aber wir müssen da hoch! Gegenstand. Wir müssen natürlich wieder von vorne anfangen. Einen doofen Rekord zu brechen. Nehmen wir auch die Mine wieder mit. Also die Reaktionszeit ist halt nicht so geil. Das ist jetzt zu langsam gewesen. Was haben wir? Das kleine U-Bootchen. Hoch, 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 hoch!
Also darüber hoch, hoch. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt den Automaten verprügelt, um mein Geld zurückzukriegen. Ja, früher hat man da Geld reingepackt, Kinder. Geht ja wahrscheinlich nicht. Heute spielt man sowas am Handy oder am Smartphone. Kacke Game. Ah. Der so ein bisschen sachte steuern würde, wäre das geiler. Weil er kennt halt nur entweder... müssen wir die Kurve kriegen und... wieder runter und hoch! Ja, noch ein Stück. Runter. Hoch. Wir haben es gleich geschafft. Mamma mia. Mamma mia. Ricardonia. Wir haben seinen Rekord und ist mir egal. Oho, я не ожидал, правда. Наконец-то достойный соперник. Ну ладно, я свое слово держу. Еще немного поиграю, а потом схожу за ней. Зайди попозже. Since I'm here, look for an appropriate poem. So, ja, suchen wir nach einem Gedicht. Nee, das ist wieder das nächste Computerspiel und hier sind die Bücher. George Orwell's 1984. Nee, super. 1984 ist super, aber natürlich für Russen vielleicht nicht aus dem Militär. Dresch Sapkowski's Blood of Elves. It's been some white-haired mutant. I even read it. Der Witcher, natürlich. Immer so vom Witcher. Was? Ist der so? Der Schriftsteller? Hab schon vergessen. Machiavelli's The Prince. Be interesting to go back in time of Alexander VI. Solzhenitsyn's The Gulag Archipelago. Good Kennt read, ich. But it won't work. In the Footsteps of the Poets. Selected works. This should work. I just need to find a good fragment. Ich hätte lieber aus den ersten beiden Büchern Zitate. Got it. For poets, poems, the meaning of life. Redemption from unclean forces. Disproven truths. A drop of blood from ripped veins. Perfect. Fit that on the flask. I just need to have it engraved. Oleg's really engaged. It'll be a while before he brings back the flask. In the meantime, look for someone who can do the engraving. Check around the cabins. Maybe I'll find an artist. Ich glaube, wir hatten mal irgendeinen Künstler gefunden, der irgendwas gezeichnet hat. In irgendeiner Kajüte war das. Von den 20, die wir mal durchgeguckt haben. Müssen wir mal gucken, wer irgendwie kreativ ist und dann den ausfindig machen wahrscheinlich. Oder hat er das schon eine ausgewählt, dass wir da hinlaufen müssen? Gucken wir mal auf das PDA. Ich muss in die Kajüten. Ja, wir sind hier die falschen Kajüten. Dann wieder durch ein, zwei Luken. Ich muss wirklich sagen, so von dem Mittelfinger, da so den Knochen so entlang, Richtung Handgelenk, da tut das so ein bisschen weh gerade. In dieser vielen Tipperei. Oh, hier sind wir schon. Gucken wir mal hier rein. Und da ist jemand, den wir wach treten können. Hier ist ein Discman, der scheint nicht kreativ zu sein, der schläft. Dann gehen wir mal weiter. So, Bandegeschichten auf dem Putz. Gehen wir hier mal rein. Hallo, ist da wer? So, ein Musiker, der ist zu nichts zu gebrauchen. Lässt auch die Lampen an, also heißt, den brauchen wir nicht. Wir brauchen jemanden Kreativen, der zeichnen kann, am besten mit Werkzeug umgehen kann. Ja, die sitzen hier rum, nichts tun. Ja, hat irgendwer was gewonnen, aber die können auch nichts. Da gab es jetzt noch mehr Räume, muss ich jetzt einen aus diesem Raum suchen. Oh, hier ist noch ein Raum. Bestimmt hier Abstellkammer.
keine Abstellkammer, aber... Captain Wasch. Captain. Ich hätte gedacht, das ist dieser Zeichner, den haben wir das. Mal da drin. Ah ja, waren wir schon. Wer mit euch interagieren? Nein, ne? Zwillinge? Mann, oh Mann, das ist aber auch eine Kunst. Zwei hässliche Kinder zur Welt zu bringen. Oh. Oh. Wir sollten hierher. Hier können wir, aber glaube ich müssen wir nicht. Er sagt ja hier, zeigt ja immer diese Räume an. Vielleicht können wir die schlafenden Leute wecken. Nö, können wir nicht. Wer pennt? Hier ist der Maler. Genau das einzige Zimmer mit dem Maler habe ich nicht erwischt. So. Nice drawings. Signed Alexi. Alexi Bexley. Check in the mess hall where he's stationed. Und wieder zum Speisesaal. Das ist der wahrscheinlich, der sich die Bücher liest. Denk daran, da ist Strom drauf, ne? Nicht einfach da anfassen. Lernst du das nicht? Nicht einfach anfassen. Er überlegt, welchen Schalter er an- oder ausmachen soll. Das, was du anfasst, ist eine Schraube, ne? Da ist Saft drauf, das weißt du. Na, ich würde da nicht einfach antatschen. Bist du dir sicher? Nein? Ja, nee, das ist wieder eine Schraube. Das würde ich nicht machen. Nein, lass die Schraube in Ruhe. Überleg nochmal. Nee, nicht schon wieder den. Den hattest du schon. Der ist es nicht. Und das ist die Schraube. Och, Junge, ey, du bist echt lernresistent. So, wo müssen wir hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir müssen, lass mich raten, durch diese Luke? Nein, durch die andere. Schnell weg, bevor wir noch erste Hilfe leisten müssen. Weil er da auf diese Schraube fest, wo der Kontakt ist. Und noch die Sache drauf ist. Schnell weg. Hat er überhaupt einen Arzt gesehen? Jetzt mal so ehrlich gesagt, war eigentlich wichtig auf so einem U-Boot, oder? Ja, der war hier. Ah ja, hier ist ja schon. Ja, genau. Und das ist nicht der Buchraum. Hä? Achso, wir gucken wieder auf den Plan. I need to check both Alexis. Muss bei. One's at the reactor in the sixth compartment. And the other is a medic in the fourth. Ich würde eher auf den Sanitäter tippen. Das heißt, wir müssen noch tiefer. Aber unten ist am nächsten dran. Das heißt, wir nehmen erstmal den Alexi Bexi, der hier unten ist. Ach, hier ist der Onkel Doc. Und hier waren wir noch nicht. Noch so eine tolle Wimmel da zum Einsammeln. Haben wir auch. Und, hier lang. Wo kommt's? Lucky Lucky. Oh, Privatgemächer eines Arztes. Auch wieder Modell zu basteln. Ein Rechner. Schachbrett. Oh, zwei Brötchen hat er noch. Den gar nicht auf. Hat es aber auch nicht so auch angenehm eigentlich. Der hat ja sogar quasi zwei Räume so gesehen, wenn hier kein kranker Patient drin ist. Das ist sogar echt ein Bett, ey. Geil. Zwei Steckdosen. Aber die Beleuchtung könnte da vielleicht noch ein bisschen besser sein. Als er da eine Operation machen muss, hat er ja kein Licht hier. Aber jetzt müssen zwei Steckdosen, wo er was ranpacken könnte. Die, wenn er so hier hat er eine bewegliche Lampe. Ach, der hat hier noch so eine Klapptisch. Das heißt, zum Operieren kann er den Klapptisch hier hinpacken und dann hat er hier ein, zwei Lampen. Okay. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Das ist dann nicht so doof. Ne? Also,
und erschreckt. Тебе чего? Ich suche Alexei Bexi. Den zeichnenden Alexei Bexi. Который художник в шестом отсеке, у реактора. Na, von wegen hohe Bildung. Ärzte sind auch nicht mehr das, was sie waren. Dann müssen wir hoch und den langen Weg nehmen. Schade. Aber es war ja klar, dass derjenige, der am nächsten dran ist, dass der es nicht ist. So, ach, wir müssen noch weiter hoch. Und, ihr habt es erraten, wieder durch eine Luke. Oh, ich höre schon wieder Schwansee. Könnt ihr nicht meinen Sound wechseln? Ich habe ja nichts gegen Schwansee, aber jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, höre ich Schwansee. Wir müssen nochmal runter. Ach, noch weiter. Der Hebel schwer. Ob man so einen Urlaub machen könnte im U-Boot? Mal so eine Woche einfach U-Boot fahren? Wäre eigentlich eine coole Sache. Wenn es sowas geben würde. Wenn das jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du sagst, oh, ich mache jetzt eine Woche Urlaub. Ja, und wo gehst du hin, Heinrich? Oh, mal schön mit einem U-Boot, einfach mal die Nordsee lang, ne? Schöne Woche. Ah, da müssen wir noch weiter. Waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Na, könnte man auch so ein Urlaubsmanöver machen. Da müsste man sich ja damit besser oder mehr auseinandersetzen. Ich weiß schon gar nicht, wie man zielt und so mit Torpedos, keine Ahnung. Weiß noch nicht mal, wofür man das so benutzt. Ich kann es mir denken, um irgendwelche Decken oder so abzustützen, aber sicher bin ich mir nicht. Waren wir hier schon mal? Nee, also hier war ich noch nicht. Hier geht es auch wieder ein, zwei Luken, aber dann... Oh doch, hier müssen wir, glaube ich, rein. Der sich denn? Alexi! Ich bin's. Heinrich, ich suche dich. Oh! Was sind da unten? Der Reaktor? Können wir uns das nicht angucken? Warte mal, ich komme gleich. Ich muss erstmal Luki Luki machen. Das hier strahlt? Nö, ne? Ich komme hier gar nicht weiter. Ich darf nur gucken. Aber ich möchte mal gucken, wo so rumgehen. Mal es anfassen? Ja. So der Warpkern des U-Boots. Du bist Scotty? Чего? Ja, ich habe deine Zeichnungen in der Kajüte gesehen. Beeindruckend. Ja, komm, schleim uns mal hinein. Спасибо. Это так, баловство. У реактора время тянется медленно. С ума можно свихнуться. Вот я и начал со скуки карандашом водить. Du bist talentiert. Also vielleicht kannst du mir helfen. Ich versuche, ein Geburtstagsgeschenk für Dimitri zu organisieren und ich wollte dich fragen, ob du ein Gedicht in einen Stahlflachmann gravieren könntest. Der würde sich bestimmt freuen. Was für eine Beleidigung eigentlich. Dieses Gedicht war eigentlich scheiße und du packst halt, du fragst einen Künstler, der was auf dem Kasten hat, ob er so eine Scheißgravur machen kann. Aber naja, er braucht wahrscheinlich Geld. Если это для Димона, я с удовольствием. Тут все равно нечем заняться. Только у меня нет инструментов. Ja, das war natürlich klar, dass er Werkzeug braucht. Ich hab's nämlich nicht und ich kann es auch nicht herzaubern. Принеси мне гвозди и молоток. Ну и саму фляжку и текст, понятное дело. Все нормально, не нервничай. Окей.
Will ich dich noch was fragen? Punkto Radioaktivität? Ne? Dann besorgen wir jetzt nochmal Werkzeug. Viel Spaß, Mathilde. Schwimmen wir da durch? Komm ich da hin? Ah. Okay, wir sind so normal im Gang. Ah, das ist auch ein Reaktor. Zwei. Oh, kann ich das Foto Knips machen? Stört da wahrscheinlich keinen, der ist wahrscheinlich mit sich selbst da hinten beschäftigt. Oh, ein Foto. Also ein Monitor. Reicht doch, stört den gar nicht. Checken die gar nicht. Wenn ihr hinter den Rücken da irgendwie ein Foto macht. Muss ich hier wieder raus und doch nochmal dran vorbeilaufen. Das ist bestimmt ein strahlender Arbeitsplatz. Weg, 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 weg. Interagieren. Laufen, laufen, laufen. Wir haben ja sonst keinen Sport hier auf dem U-Boot. Junge, hast du mal geputzt? Wenn ich so putze wie du, da werde ich ja morgen fertig sein. Du musst auch den Lappen sauber machen. In deinem Eimer. Aber Wasser drin. Da ist ja kein Wasser drin. Wie willst du diesen Boden wischen, wenn da kein Wasser drin ist? Und der Lappen sieht ja schlimmer aus als dein Gesicht. Mann, 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 Mann. Das erzähle ich deinem Vorgesetzten. Trocken wischen. Kannst ja fegen. Leute schickt das Militär. Mann, 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 Mann. So. Weiter geht's. Ach, es ist... Die hätten das Spiel auch die Luke nennen können. Oh, scheiße, falsch abgebogen. Nee, war so richtig. Du bist noch tiefer wegen den Nägeln. Komme ich denn noch tiefer? Oh, ich zuppel und hack hier rum. Komme ich da tiefer? Ah, da, 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 okay. Nägel, da hat jemand Nägel? Ich brauche Nägel. Jetzt muss ich hoch. Achso, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wo es Nägel gibt. Я надеюсь, обойдется без учебных тревог. Я еще форсус в одну игру, к салам, еще форнеги. Jetzt müssen wir drei Nägel auf einmal finden oder einzeln finden, ne? Die einfach mal so rumfliegen. Ah, die habe ich doch schon mal geholfen. Alright, I've got the tools. All I need is the flask. Jetzt und jetzt müssen wir Oleg finden oder was? Ja, guck mal zu, wie der das macht. Lern das mal. So, weiter, 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 weiter. Wo geht's wieder hoch? Da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. So, wo geht's weiter, wo geht's weiter, wo geht's weiter? Wo geht die, wo geht die da? Ich will doch nur wieder hoch. Wo kam ich denn hoch? Da kam ich hoch. Oleg, ich komme! Ah, geh auf! Sehr schwer wieder. Der hängt! Zack! Die
Türen brauchen ja auch echt Spucke. So, wo ist Oleg? Bist du Oleg? Hier stehst einfach nur im Weg, geh weg. Ah, jetzt müssen wir wieder runter. Hast du etwas für mich? Ага, самую красивую выбрал. Держи. Я надеюсь, Димону понравится. Ja. Das wird er bestimmt. Danke für deine Hilfe. Alright, that's everything. Time to return to Alexi. Alexi. Komme. Das heißt, wieder denselben Weg zurück. Spannend. Ich habe ja auch heute per Zufall gesehen, die Serie Das Boot kommt ja bald raus. Leider auf Sky oder was das da war. Bei Maxdome. Weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich beides nicht. Aber es freut mich, dass mal wieder eine U-Boot-Serie rauskommt. Ich hoffe nur, die machen da keinen Scheiß raus. Dass es da um irgendwelche Widerstände geht oder irgendwelche Liebesgeschichten, blabiblu. Brauche ich alles nicht. Abenteuer aus einem U-Boot. Am besten. Ja. Halt. Nicht übertrieben. Das würde mich freuen. Vielleicht gehen sie nach dem Film. Lass uns da überraschen. Ach, da. Ich wollte nur darauf hinweisen, falls ihr das seht, ihr Interesse an U-Boot habt. Und ja. Ich glaube, es kam bei Sky raus. Es kommt bei Sky raus. Ende November. War es der 27.? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber Ende November. Das ist schon Mitte November. Und hoffentlich kommen die, machen sie so wie Netflix, dass wenn alle Folgen gleich rauskommen und nicht nur eine pro Monat oder eine pro Woche. Was hasse ich. Die Zeiten sind vorbei. Bin ich zumindest. Ich gucke jetzt Serie nur noch am Stück. Warte, bis die Folgen fertig sind. So, ich glaube, Walking Dead läuft ja auch gerade. Eigentlich ist die Serie ja schon für mich zu Ende, aber ja, gucke ich mir die aktuelle Staffel auch noch mal an. Aber erst, wenn alle Folgen draußen sind. Das kann mir schon ein paar Wochen dauern. So. Das kann ich aber nicht bei mir gucken, das muss ich bei meinem Kumpel gucken. Ну что, ja, все достал? Hast du alles? Aber alles besorgt hier. Отлично. Работа тонкая, так что не отвлекай меня. Зайди попозже. Ja, ich warte und komm gleich wieder. Все готово. Пришлось потрудиться, конечно, пару гвоздей запороть, но я справился. На, забирай. Ja, lampig. Du wirst dich mal anstrengen können. Oh, wollen wir das mal sagen? Da в жопу пошел, да? Попроси меня еще о чем-нибудь. Finally. This took some legwork. I'll take the flask to Mikhail. Maybe I can finally get to that computer. Genau, ach ja, wir wollten zum Computer. Hab ich schon ganz vergessen. Ach, jetzt wieder durch. Ach, das ist. So. Hopp, 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 schnell durch die Luke. Schnell, schnell, schnell. Ach, auf da. Jetzt wieder runter. Wieder runter. Und dran vorbei, ne? Ja, da. Er putzt immer noch. Kein Kommentar. Luke.
Lappe zu, Affe tot. War der nicht hier irgendwo? Wehe, das lohnt sich gleich nicht am Computer. Scheiße, ich noch eine Luke. Noch eine Luke. Mai. Der ist so weit weg. Ist bestimmt dafür so ein Sektor. Ach, den kann man bestimmt helfen, aber ich habe keine Lust. Da runter. Komm ich hier runter. Da. Computer! So, hier. Ну что, принёс? Ja klar, hab's geschafft, Junge. Super. Wo Димка обрадуется. С меня причитается. Садись за компьютер. Na, wunderbar. Я уже запустил Telnet и почту. Смотаюсь пока на перерыв. Maybe I should write something. Aber wir müssen ja was schreiben. Ja, klar, was ist. Now, let's try stealing some data. Ist er rausgegangen? Oh, oh. Er ist hier alleine. Oh, Flashout 3, 2020. Sollen wir gleich zocken. So, wir fangen mal hiermit an, damit an, damit, 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 damit. Alles falsch. Okay, dann NP fangen wir jetzt an. Alexei mentioned that Dmitri likes to write. Maybe I'll find something interesting in his notepad. I should locate his cabin. It's probably in the fourth section. Code to the captain's safe. It should make things easier. Okay. Ich dachte, wir... Na gut. Ja, dann haben wir das hier soweit geschafft. Und, jetzt haben wir wohl... Jetzt können wir wahrscheinlich zu... der Kajüte vom Captain wieder gehen, oder? Ich sollte zu Dimitris Kajüte gehen. Ach, Dimitris. Gut, dann machen wir das. Aber erst in der nächsten Folge. Also, eure Aufgabe ist jetzt zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns, ja, beim nächsten Mal auf der Kursk. Ciao!